Also für mich ist die Schulter grundsätzlich bei der Grundausbildung von jedem Pferd und praktisch eigentlich auch für jede Prüfung mit das Wichtigste, weil man es jetzt mal ganz runtergebrochen so sagen kann, wo die Schulter hingeht, geht das Pferd hin, der ganze Rest kommt hinterher. Und mir ist es halt unglaublich wichtig, dass die Pferde aufrecht laufen, auch in den Kurven und eben nicht über die Schulter reinbrechen. Das hat zum einen den Vorteil natürlich einfach, dass ich, wenn ich Kurven reite, in Anführungsstrichen mehr Zeit habe, gerade für Pattern-Klassen oder eben auch für die Rail-Klasse, dass ich eben nicht mir selber meinen Raum immer mehr verkleinere, weil das Pferd eben reinfällt über die Schulter und dadurch kippt, grundsätzlich meistens dadurch auch ein bisschen schneller wird, weil es sich natürlich ein bisschen ausbalancieren muss. Und dementsprechend ist es mir unfassbar wichtig, dass ich die Schulter von Anfang an unter Kontrolle habe, die Schulter immer anheben kann und damit eben dafür sorgen kann, dass mein Pferd mit mir aufrecht durch jede Kurve geht und genau, sich dadurch eben besser steuern lässt und dann eben auch für mich einfacher ist, mir, ich sage jetzt mal im Notfall auch mal in einer Prüfung noch mal schnell zu helfen. Genau, das Pferd dadurch eben ausbalanciert unter mir zu haben und eben alle Hilfen dadurch viel besser geben zu können oder auch fürs Pferd dann einfacher umsetzen zu können.